Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Star Wars The Force Unleashed. So, jetzt haben wir das schöne Ding hier geöffnet mit den Bomben und jetzt hauen wir mal den Viechern hier aufs Maul. Keine Ahnung, was das hier sind. Ich habe nochmal geguckt. Ja, das sind die, die C3PO und R2D2 damals in der Wüste gefunden haben auf Hut. Hut war das, glaube ich, näher, oder? Keine Ahnung. Meine Star Wars Kenntnisse, ich kenne die Filme alles, aber ich bin nicht so ein großer Star Wars Fan, dass ich jetzt alles auswendig kennen müsste. Du auch noch. Aber die Spiele, die finde ich einfach geil. Man kann ja nichts sagen. Für die alten Verhältnisse ist es noch recht hübsch. Ich meine, ich suche mich ja auch gerade auf der. Da sehen wir schon wieder runter. Sollte aufpassen, wo ich springe. Minion-Weitwurf. Ach Mensch. Ich gibt's nicht. Und da oben schon wieder die Frösche mit ihren Blastern. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Sehen aber aus wie kleine, so, ja, Breitmaulfrösche. Mein Gott, ich hab's aber heute. Hä? Bin ich nie umgekommen. Ist ein Holocron, ich weiß, aber ich weiß nie, wie ich daran gekommen bin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na, speichert erstmal, da kommen wieder ein Frosch an. Oder Geckos, oder was auch immer da stehen soll. Auf zwei Beinen. Mit eurem verkackten kleinen Blaster. Ihr seid am nervigsten. Also wenn ihr das Spiel spielt, haut die immer zuerst weg. Die gehen dann auf die Nerven. Wie gesagt, spielen kann ich es. Hat auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Also man spielt es nicht unbedingt nur einmal durch. Und ich muss sagen, ich glaube, die Story, die ging nicht so lange. Glaube ich zumindest. Was seid ihr? Juno, ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll. Registriert ihr irgendetwas? Nur eine verzweifelte Übertragung. Die Plünderer haben keinen Widerstand von den Droiden erwartet. Sie haben keinen Droiden, als sie haben Schrott auf. Ja, wir tun uns auf Sporthaufen drin. Vor allem, wie leuchten diese Filme?
Das war also falsch. Diese kleine Kackfrüte mit dem Blaster. Hol dir den Blaster gleich in die Ohren. So, tschüss. Gute Nacht. Schieß den Schacht. Du ebenso. Echt? Hier ist natürlich einfach. Alter Hund auf die Welt und schaut wieder den Blaster ein. Sauerrad verschwinde. Du auch. Und du hast recht. Tschüss. So. Mein Gott, wo ist denn hier noch so einer? Bist du Kröte? Ach Gott. Spielt mal ohne mich weiter. Ich hab keinen Bock auf euch. So, tschüss. Geh weg. So. Ui, Freiflug.
Was? Du kleine Mistsau. Lass es. Gib eine Schelle, da liegst du noch nächstes Jahr. Was kommt jetzt? Okay. Galaktische Politik aktiv, ja. Nicht Talente machen, sehr stark, blablabla. Ja. Dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen weiter aufsteigen. Hier schleicht eine Bloody Cat herum. Da hat sie geschossen. Lass den Aufnahme geht schon wieder, ist ja sagenhaft. Ihr könnt ja auch immer gerne auf den Kanal besuchen. Wir haben allerdings jetzt erstmal in Lego durchgespielt. Als Let's Play Together. Sie ist auch immerhin noch sehr fleißig am Zocken. Gerade bei euch. Oder Karten. Eins und beide. Habe ich auch mit den Aufnahmen. Da kommst du einfach mal reinstimmen. Ja, ohne zu fragen. Hey Leute. Eher Großmaulfrösche. Guck dir die doch an. Sehr nervige Pfeifenfrösche. Guck dir die doch an. Lass dann die Ich will nicht mit euch spielen. Geht weg. Klatsch.
So, ich werde wieder kurz ein bisschen. Lass sie kurz in der Aufnahme und geh wieder. Und Star Wars, ich komme mich ja nicht mit. Ich kenne mich ja nicht mit aus, deswegen. Kann ich auch nicht so wirklich mitkommentieren, ne? Star Wars ist auch, glaube ich, nicht dein Metier. Es geht. Na dann, Bloody verlässt uns jetzt. Sehen uns, viel Spaß noch beim Aufnehmen. Werd ich und haben. Viel Spaß euch dann noch beim Zuschauen. Ich werde es nicht haben. Viel Spaß. So, und wir holen weiter Blechdosen auf den Arsch. Yay! Deine Mutter war ein Fanta. Aua! Hat der uns denn gehauen, der Arsch? Nee, nee, nee. Da passt man einmal nicht auf. Komm, Happy Lippy, aber Happy. Ach, da, in diese Höhle hat er uns reingehauen. In den Abgrund. Alles klar. Ja, und da müssen wir rüber. Ich verstehe. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, deine Mutter war eine Cola-Dose, Junge. Und dein Vater war eine Sprite-Dose. Fällt von alleine runter, der beginnt Suizid. Auch gut. Dein Onkel war mit Pepsi. Die hasse ich auch. Die haben die Macht abziehen. Kleines Flitschen. Wieder so einer. Lass mich. So. Und du? Andere Seite. Schrottus, Gigantos, Nixgutos. Hau ihn auf den Arschos. Genau. Das machen wir. Ach ja, da drüben. Kann ich von hier irgendwo hoch? Da. Mein Gott, hört ja auf meine Energie zu löschen. Okay.
will nicht nochmal drauf fallen. Tschüss. Nein! Nein! Nein, da springe ich auch noch daneben. Ich krieg keinen so viel. Das gibt es doch nicht. Warum muss ich den ganzen Mist jetzt nochmal machen? Och nö! Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier eben Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr würdet mir damit auch sehr helfen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, drückt einfach die Glocke. Da verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!